Genau so. Im Pott liegt 224. Dann tun wir die 9 in der Mitte drauf. Darauf lege ich die 7. Die 7. Die 9 gleich hier rauf. Dann die 7. Haben wieder gewonnen. Haben dreimal gewonnen. Haben 390 bekommen. Willkommen zurück. Was kann ich für Sie tun? Ach, noch eine Runde. Ebenfalls davon begeistert. Ja. Ich hab noch 56. Ich mach den komplett leer. Ich mach den komplett leer. Will den komplett leer machen. Brauche ich nicht. 10, 9, 7. Gut. 10, 9, 7. 10, 9, 7. 9, ich hab's in 2. Ich brauche noch eine 10, mindestens. Ich hab 2, 10. Dolko brauche ich nicht. König brauche ich nicht. Kuh brauche ich nicht. Korb brauche ich nicht. 10. Das wird jetzt wieder einfach. So einfach gegen den. Da noch eine 7 drauf. Da noch eine 7 drauf. Da eine 9 drauf. Und die 7. Schon habe ich 3x 26. 56 dazu bekommen. Willkommen zurück. Kann man nochmal spielen? Noch 28. Ich muss den runtergehen auf 0. Da habe ich genügend Geld. Ach, wieder schlechtes Blatt. K kommt weg. 8 kommt weg. K kommt weg. J kommt weg. Q kommt weg. Noch ein Q kommt weg. Noch ein Q. Und noch ein J. 10, 9, 7 habe ich schon. 10 habe ich zweimal. Dreimal schon. Gut, war noch. Genau, 1, 2, 3, 2, 7, 2, 9, okay. Kommt noch was? Ah, gut. Machen wir jetzt so runter zu wieder. Ich mache öfters runter. Und mit dem Trick gewinne ich immer wieder. Müsste zwar auch mal verlieren, laut Herausforderung. Warum soll ich verlieren? Wenn ich gewinnen kann, Geld verdienen kann. Komm. Das 19. Hab wieder gewonnen. Halt noch nicht. Ich halt noch hier drauf. Eine 27, 26 draus. Wie gesagt, ich hab gewonnen. Größter Gewinner am Boot. 223. Willkommen zurück. Nee, jetzt nicht mehr. Das nervt. Da Werte kommt noch Geld. Hat da jo. Halt jo raus mit mir sogar. Komm, noch ein Albitur. Das waren Hundenkarawane und wir haben immer gewonnen. Aber mit den Dreck ist er ganz einfach. Oh, wir sind mit dir reden. Hallo, Manny. Was geht, Alter? Was geht denn? Wer sind Sie denn? Ich kann zwar nicht, wer du bist, aber egal. Ich bin Manny und ich habe Ihr Wachdienst. Wenn Sie einen Lauf aus dem Maul des Dinosauriers ragen sehen, dann stehen die Chancen 50-50, dass ich es bin. Ansonsten ist es Boon. Wo sind Sie denn, diese Stadt? Leipzig gleich. Vor allem, was sich uns auf 1000 Meter nähert und nach Ärger aussieht. In letzter Zeit hatten wir Ghoul, die über die Straße vom Rapcon in Westen kommen. In den letzten Tagen eine ganze Menge. Die größte Bedrohung ist die Legion im Osten. Wenn sie uns in voller Stärke angreift, überrennt sie uns einfach. Bisher haben wir aber wohl Glück. Na gut, und wer ist Boon? Boon ist ein Scharfschütze wie ich. Die hören
sie noch in der Armee der RNK waren, war ich sein Beobachter. Nach dem Ende unserer Dienstzeit habe ich ihn überzeugt, sich hier anzusiedeln. Und so kamen wir her. Ich würde sie ja einander vorstellen, aber wir verstehen uns gerade nicht so gut. Warum sind sie denn mit Boone so zerstritten? Seine Frau und ich waren selten einer Meinung. Wir hatten ziemlich oft heftigen Streit. Eines Tages ist sie verschwunden und seitdem hat er kein Wort mehr mit mir gewechselt. Wegen dir oder was? Worüber habe ich sie mit Boons Frau gestritten? Mensch, eigentlich über alles. Ich bin in Nordvegas aufgewachsen. Mit meinen Cousins. Wir waren schlimme Finger. Trat einer Bande bei. Ich hab's geliebt. Wortlos. Alles, was passiert. Und ich hab das nicht mehr gepackt. Also bin ich der Armee beigetreten. Hab meine Zukunft verdient. Hab meinen besten Freund mitgebracht, um diese Zukunft mit ihm zu teilen. Und dann kam da diese Frau daher, die sich für was Besseres hielt und die mir wegnehmen wollte. Die Schlampe und ich waren uns spinnefeind. Sie waren also in einer Gang. Waren das harte Kerle? Ob sie hart waren? Mensch, ich war bei den Kahnen. Viel härter wird es nicht. Doch, Todeskallen. Wie war Ihre Rundreise in der, mit der RNK? Oh, es war toll. Um nichts in der Welt würde ich das missen wollen. Der Lebensstil, die Disziplin, das hatte was. Fremde Orte sehen, den Menschen Sicherheit geben. Was sollte einem daran nicht gefallen? Warum sie bis dann ausgestiegen, wenn es gefallen hat? Ach ja, es schien einfach an der Zeit dafür zu sein. Wissen Sie, ich wollte einfach ein Zuhause. Und ich war oben in Camp Golf, als das in Bitter Springs passiert ist. Hab krank gespielt, um da nicht hinzumüssen. Ich kannte ein paar Leute dort. Aber als sie zurückkamen, wollte mir keiner sagen, was passiert ist. Plötzlich nannten uns die Leute Mörder, wenn wir ihre Städte sichern wollten. Ah, was ist bei Bitter Springs passiert? Ich weiß es immer noch nicht genau. Es scheinen nur viele Leute gestorben zu sein, die gar nicht kämpfen wollten. Ich gebe niemandem die Schuld dafür. In Schlachten herrscht ein solches Chaos, dass man froh sein kann, wenn einen nicht die eigenen Leute erschießen. Aber irgendwas hat es mit mir angestellt. War nicht mehr derselbe. Ich verlängerte den Dienst nicht mehr, ließ mich entlassen und ging einfach weg. Drücker Berger, ich bin auf der Suche nach einem Mann mit einer karierten Jacke. Sicher, den kenne ich. Was wollen Sie denn von ihm? Och, nur seinen toten, kalten Schädel in meiner Hand. Überrascht mich nicht. Der Kerl schien zu allem bereit zu sein, um seine Ziele zu erreichen. Macht sich wohl viele Feinde. Hören Sie mal zu. Ich kann Ihnen sicher helfen, ihn zu finden, aber ich habe gerade selber ein paar Probleme. Vielleicht kommen wir ja ins Geschäft. Sie brauchen meine Hilfe und ich brauche auch etwas. Und was wäre das und was brauchen Sie? Novak ist jetzt mein Zuhause. Das soll auch so bleiben. Ich mag es hier und habe schon zu oft mein Zuhause hinter mir gelassen. Aber der einzige Rohstoff, den man hier findet, ist Schrott. Ohne ihn hätten die Leute hier nichts einzutauschen. Sie müssten alle gehen. Wir finden ihn meist beim alten Raketentestgelände am Ende der Straße. Aber eines Tages sind Ghoul aufgetaucht und jetzt kommen wir nicht mehr rein. Warum kümmert sie sich nicht darum? Würde ich ja, aber ich muss die Straße im Auge behalten. Caesars Legion hat Gebiete östlich von hier erobert. Sie haben Nelson eingenommen. Wenn wir unachtsam werden, greifen sie vielleicht an. Und jetzt haben wir wieder die Musik. Braucht Schwäche auch nur zu spüren, um gleich einen Angriff zu starten. Was muss getan werden? Tja, sie müssen verschwinden oder das wird bald eine Geisterstadt. Ist mir eigentlich egal, was sie machen. Wenn nur die Ghoul verschwinden, soll es mir recht sein. Okay, ich werde mal sehen, was ich tun kann. Das würde mir viel bedeuten. Was soll ich nochmal tun? Nee, wissen wir, was wir mal tun machen. So, auf Wiedersehen. Yep, bis bald. Gut, um zu erfahren, wo wir hin müssen, müssen wir halt Flieger, grüß mal die Sonne, Quest absolvieren. Halt, jetzt. Aufgaben. Bei Mini Vargas nachfragen, wohin die Kanonen sind. Die Männer finden, ja, Flieger, grüß mal die Sonne. Das muss ich aber gerade ausschalten, denn ich will ja keine Feinde aufmerksam machen auf mich. Ah ja, jetzt kommt hier noch Musik raus, nicht klar. Komm, tanz mit mir. Das wirklich alles, oder? Karawanen sind die Standardwährung aller Art gespielt. Hab ich gemerkt.
Niedrige Einsätze? Ja, leider. Muss ja viel einsetzen, um viel Geld zu machen. Tudum und puff. Ab geht's noch das Gelände. Leider verkrüppelt. Gibt's hier keinen Ort zu finden? Wir hüben. Sieht auch aus wie so ein Versorgungszelt. Händler. Kann bestimmt Karawane spielen, kann man das mit dem Geld machen. Wie viel Geld haben wir denn jetzt eigentlich? Hallo. Hallo? Brauchen Sie was? Ja, ich wollte gerne Waren sehen. Klar, hier ist mein Sortiment. Okay. Wir haben 1600 aus. Was haben wir denn? Nee, Ass, nee. Hülse ist umsonst, nehmen wir mit. Alles was umsonst ist, nehmen wir immer mit. Stimpacks, nein, Artstasche brauchen wir mit. Ah, hat sie nicht. Okay, dann tun wir akzeptieren und gehen raus. Müssen wir halt die Hände. Ja, hau die. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Gut, Ton ist noch vorhanden. Gucken, wie lange es dauert, wenn es lange dauert, mache ich schon einen Cut und mache dann weiter, wann es losgehen sollte. Aber bis jetzt scheint es noch lange zu gehen und ja, ich hoffe, es hört bald auf. Und am besten, ich habe oben ja gespeichert gehabt. Ich tue hier jetzt beenden und sage auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.